Es ist ein Privileg, sich einmischen zu dürfen. Es lohnt sich, für Demokratie zu kämpfen. Wir wollen ein gemeinsames, ein tolerantes, ein gerechteres Europa und das geht nur mit mehr und nicht mit weniger Demokratie. Ich will den Wechsel und ich will, dass er grün ist und dafür werde ich kämpfen. Aber wissen, wenn wir die Grundrechte nicht im Netz verteidigen, werden wir ihren Schutz in allen Lebensbereichen verlieren. Ich habe nicht vor, die Macht zur politischen Gestaltung den Zynikern zu überlassen. Wir müssen klagen, da wo es geht, für unsere Freiheitsrechte, gegen die Feindinnen und Feinde der Freiheit. Kein Fußbreit für Nazis in Kiel, in Deutschland und nie wieder eine Wiederholung der Geschichte.